Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Warhammer 40k Dawn of War. Und ja, womit soll ich anfangen? Okay, zum Spiel. Es ist ein Echtzeitstrategiespiel aus dem Jahr 2004 und es spielt im Warhammer 40k-Universum. An der Stelle muss ich sagen, dass ich ein ziemlicher Fan des Universums bin und mich auch ein wenig darin auskenne. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass das Spiel einen ganzen Studiengang füllen könnte. Es gäbe genug Informationen dazu. Aber okay, wir wollen die Kampagne spielen. Die Dawn of War Kampagne, es gibt nur eine im Hauptspiel. In den Add-ons ändert sich das, aber jetzt spielen wir nur mit einer einzigen Fraktion eine Kampagne. Wir machen den Schwierigkeitsgrad schwierig, wurde mir empfohlen und ich würde sagen, so das mittendrin passt so in etwa. Was steht denn da? Normal. Setzen Sie den Willen des Imperators durch. Schwierig? Eine wahre Herausforderung für mächtige Kriege. Verrückt? Nur jene mit dem stärksten Willen werden hier überleben. Mir reicht schwierig, danke. Verrückt bin ich so schon genug. Und ja, zum Universum an sich werde ich einiges erklären. Ich denke mal, da kennt sich nicht jeder unbedingt sehr stark drin aus. Ich bin jetzt auch kein Mega-Experte, aber ich habe einiges an Grundwissen. Und ich werde euch ein bisschen einweihen. Ich werde euch auch zeigen, so ein bisschen, wo die Faszination des Universums liegt. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal rein. Alles zu seiner Zeit mit den Erklärungen. Wir sehen, wir spielen auf einem Planeten, der nicht die Erde ist. Was für ein Planet das ist, schauen wir einfach mal. Landung auf dem Planeten. Es wird auf jeden Fall gekämpft. Haltet die Stellung! Im Namen des Imperators! Ihr werdet nicht wanken! Sieht aber schlecht aus, mein Freund. Wir können nicht standhalten! Rennt um euer Leben! Feiglinge! Wenn ihr nicht kämpft, werdet ihr sterben! Ich würde sagen, Niederlage. Oder auch nicht. Nicht wanken. Ja, die Spielgrafik unterscheidet sich ein wenig vom Intro. Ganz leicht. Ich bin Captain Gabriel Angelos von den Blood Ravens. Dritte Kompanie. Status. Vergib mir, mein Lord. Wir haben alles versucht, um die Orks aufzuhalten, aber wir haben versagt. Das Leben meiner Männer liegt in euren Händen. Ihr habt den Feinden des Imperators getrotzt und somit eure Pflicht erfüllt. Sollten eure Männer euch enttäuscht haben, liegt deren Bestrafung bei euch. Vielen Dank, mein Lord. Ich bin nicht wegen eurer Dankbarkeit hier. Der Raumhafen muss gehalten werden, um den Nachschub an Truppen und Vorräten auf diesem Planeten aufrechtzuerhalten. Deshalb sind wir hier. Nun, was ist mit den Verwundeten und den Zivilisten? Sie sitzen fest. Wir haben nur wenige Schiffe. Dann sollt ihr mehr bekommen. Alle Blood Ravens Flugeinheiten. Führt Protokoll 23 aus und beginnt mit der Evakuierung der Zivilisten. Wir werden die Bodentruppen absetzen. Jawohl! Bodentruppen, Captain, aber die Orks haben sich zurückgezogen. Ihr müsst euren Feind kennen, um ihn zu besiegen, Oberst. Orks ziehen sich nur zurück, um sich neu zu formieren. Sie kämpfen so lange, bis ihr oder sie tot sind. Jede Menge Informationen. Jede Menge Informationen. Lasst uns diesen Alien-Abschaum auslöschen! Okay, ich würde sagen, ab jetzt übernehmen wir. Und ja, es gibt bestimmt einige, die hier zuschauen, die das Universum überhaupt nicht kennen. Keine Sorge, ich werde es... Was für ein glorreicher Tag für eine Schlacht. Okay,
Bis unsere Frontbasis, die Bastion, errichtet wird, sollten wir uns ruhig verhalten. Keine Sorge, ich werd's so einsteigerfreundlich wie möglich erklären. Solange die Feinde des Imperators atmen, dass ihr alles ein wenig versteht, was hier so vor sich geht. Aber gut, wir fangen erstmal mit der Spielmechanik an, bevor wir hier mit dem Universum fachsimpeln. Das bedeutet, wir haben... Die Bastion wurde fertiggestellt. Nun können wir eine Verteidigungslinie aufbauen. Genau das. Ich könnte jetzt schon anfangen, aber ich erkläre erstmal vorsichtig. Die erste Mission ist ja sowieso zum Einfinden und von daher schauen wir mal, dass wir zumindest die Spielmechanik erklären. Also, es ist wie schon gesagt ein Echtzeitstrategiespiel, das heißt, wir bauen eine Basis auf und rekrutieren Truppen. Das hier... Wir brauchen als erstes eine Kapelle. Mit ihr können wir weitere Space Marine Trupps anfordern. Ja, okay, er erklärt auch, aber ich will es auch erklären, es tut mir leid. Wir haben Servitoren, das sind unsere Baueinheiten. Das hier, man kann es tatsächlich jetzt mal gerade so spontan mal mit Commanding Conquer Generals vergleichen. Das hier ist unsere Kommandozentrale und das sind unsere Bulldozer. Und... falsche Stimme. Und ja, okay. Wir haben jetzt nicht viel zur Auswahl. Wir haben unsere Bastion, dort wo wir unsere Servitoren herbekommen. Mehr können wir da auch gerade noch nicht bauen. Später gibt es noch was. Und die Kapelle. Und man sieht, die Gebäude werden nicht aus dem Nichts gezogen. Über dem Planeten kreist ein Kommandoschiff der Space Marines. Das wirft Kapseln ab, in denen die Baumaterialien drin sind, beziehungsweise schon fast das fertige Gebäude, das bloß noch platziert werden muss. Und aus diesen Kapseln kommen auch Verstärkungstruppen raus. So funktioniert es bei den Space Marines. Und ja, Space Marines. Ich komme darauf noch zu sprechen. Wir sehen bald was und da erkläre ich es euch mal genauer. Excellent. Die Kapelle wurde fertiggestellt. Jawohl. Nun können Sie weitere Space Marine Trupps anfordern. Und ihr seht, jetzt fordern wir die Space Marines an. Und jetzt geh halt auf. Ja, hier sieht man den Fortschrittsbalken. Und das ist halt auch wieder ein sehr detailreiches Spiel. Jetzt kommt eine Landungskapsel rein. Die wird aufgenommen. Um diese Orks zu besiegen, brauchen wir spezielle Waffen. Wir müssen eine Rüstkammer bauen, um sie zu erhalten. Und zack. Und ihr seht, die Marines kommen, besser gesagt alle Infanterieeinheiten in dem Spiel, kommen in Gruppen. Zuerst sind es nur 4 Leute. Die Space Marines können auf bis zu 8 hochstocken. Das machen wir hier, Truppe verstärken, das kostet auch wieder Ressourcen. Jawohl, eure Herrlichkeit. Und man kann natürlich auch Spezialwaffen kaufen. Und auch noch einen Sergeant, Kloster, okay. Verstehe. Also, das Kloster ist die Erweiterung der Bastion. Muss ich jetzt auch kurz nachdenken. Ja. Okay, die Rüstkammer. Ich habe es übrigens auch jetzt schon seit 3-4 Jahren, etwa 3-4 Jahren nicht mehr gespielt. Von daher, Einfindung, Einfindung, Einfindung. In der Rüstkammer holen wir uns Upgrades. Aber ich würde mal sagen, wir fangen an. Für die Leute, die Company of Heroes kennen, Dawn of War ist vom gleichen Entwickler, Relic Entertainment. Und, ja, sagen wir es mal so, Company of Heroes hat sich von der Spielmechanik an Dawn of War bedient. Dawn of War war ja eher da. Kontrollpunkte einzunehmen. Diese 3 Kontrollpunkte werden für den Anfang reichen. Wir sollten sie einnehmen, bevor wir weitermarschieren. Richtig, das sind diese Kontrollpunkte. Die müssen wir einnehmen und dadurch bekommen wir Ressourcen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwelche speziellen Ressourcenquellen haben, die wir abernten. Für Energie. Die Rüstkammer ist nun einsatzbereit. Die Space Marine Trupps können nun ihre normalen Bolter zu Flammenwerfern und schweren Boltern verbessern. Ja, ihr müsst mir glauben, dass es wirklich nicht leicht ist. Also, wie gesagt, das Universum ist riesig und es gibt auch spielmechanisch einiges zu erklären. Ich versuche das wirklich strukturiert zu machen. Aber okay. Schwere Waffen erforschen. Das machen wir auch gleich mal. Energieversorgung nicht aus den Augen verlieren. Richtig. Mit Hilfe von Plasmageneratoren geht's los. Da geht's los. Und tragt eine große Waffe. Battle. Die Ballerboys. Ach, die Orks. Die Orks sind so herrlich in dem Universum. Aber darauf komme ich auch noch zu sprechen. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht jedes Thema anschneiden. Ich versuche strukturiert zu machen. Ich hoffe, ihr könnt verstehen. Denn, oh Gott. Dawn of War ist eins dieser Spiele, das mir so wichtig ist, dass ich sehr lange gewartet habe, bevor ich es angefangen habe zu Let's Playen. Da man dann doch schon ein bisschen einiges an Let's Play-Erfahrung braucht, um das gut präsentieren zu können. Plasma-Generatoren, die holen uns Energie. Die Energie bekommen wir quasi durch Kraftwerke. Das sind diese Plasma-Generatoren. Und die geben uns Energie.
Diese Punkte hier geben uns Ressourcen. Da sehen wir schon, wie viele wir reinbekommen. Ich denke mal, nee, pro Minute ist es nicht. Das ist eine gute Frage, was für eine Rate das ist. Pro Minute kann es nicht sein, da müssten wir alle 2 Sekunden eins bekommen etwa. Mein Glaube schützt mich wie ein Schiff. Und ja, ihr seht, es gibt auch Nahkampf in diesem Spiel. Wer meiner Seite kämpft, soll mein Bruder sein. Also, wir können Horchposten bauen. Die können wir auf diesen Dingern bauen. Dann werden sie befestigt, dann können sie nicht Lass so schnell wieder eingenommen werden. Erzeugen konstant Energie. Allerdings kann eine Bastion nur eine bestimmte Menge Plasmageneratoren unterstützen. Uiuiui. Ach, Autospeichern wollte schon sagen, nicht ruckeln. Also, Horchposten erhöhen auch die Ressourcenmenge, die generiert wird. Wir sehen, wir haben jetzt plus 6. Oh Gott, ich bin am Überlegen, ob ich überhaupt alle Informationen reinkriege in die gesamte Kampagne. Oh Gott, mir schwirrt so viel durch den Kopf. Plus 6, ich habe Reizüberflutung. Ich habe gerade extreme Reizüberflutung. Jetzt haben wir plus 12, gleich doppelt so viel durch diesen Horchposten. Und die Gegner können es nicht sofort einnehmen, die müssen erstmal den Horchposten zerstören. Den können wir dann auch noch befestigen, also noch mit Geschützen ausstatten, aber das geht erst später. Und ich würde sagen, ja, jetzt sind wir eigentlich schon, ups, jetzt sind wir schon so weit, dass wir jetzt auch mal aufrüsten können. Wir können jetzt Flammenwerfer machen. Och, wir zeigen es mal. Flammenwerfer. Der Trupp kriegt gleich mal, oh, keine Punkte mehr. Gleich mal 4 Flammenwerfer. Also jedes ein Trupp, jeder Flammenwerfer bedeutet, ein Marine wird damit ausgestattet. Wir sehen es gleich mal. Oh, verdammt, ich wollte mit mittlerer Maustaste gerade drehen, aber damit gehe ich ja weg. Man kann hier im Spiel übrigens Kamera drehen, mit Alt gedrückt halten. Man kann sehr nah an die Einheiten rangehen. Und das Spiel ist für 2004 verdammt detailliert. Ich habe es geliebt damals. Zusammen mit Generals habe ich das gesuchtet. Und ja, wir sehen, die haben jetzt Flammenwerfer. Flammenwerfer sind hauptsächlich, ach du Scheiße, das muss ich auch noch erklären, Moralwaffen. Okay, das Spiel, ich bin gerade überlegen, ob ich die Lehrstunde hätte spielen sollen, aber passt schon. Ihr kriegt mal schwere Bolter. Auf geht's. Schwere Bolter sind schwere MGs mit großer Reichweite und viel Bum-Bum-Schaden. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass diese erste Mission jetzt ein bisschen länger dauert. Ich möchte erstmal die Spielmechanik erklären, sobald die soweit läuft, dass ihr alle mitkommt und dass ich mich auch wieder eingefunden habe. Dann kümmere ich mich darum, das Universum etwas näher zu bringen. Also, die Einheiten haben einen Gesundheitswert, der ist hier nicht vorhanden. Es ist... Es ist halt, weil es mehrere Leute sind, lässt sich das schwer zeigen, wie viel Gesundheit jetzt noch da ist. Aber man sieht es auch, wenn man so drüber geht. Der ist zum Beispiel ein bisschen verletzt. Aber insgesamt Gesundheit wird hier halt keine angezeigt. Und das darunter ist die Moral. Wenn die Moral gebrochen ist, also es ist jetzt nicht so wie in den Total War Spielen, dass die fliehen, aber die Kampfkraft nimmt sehr, sehr stark ab. Und die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich. Das heißt, man kann sie zurückziehen und neu formieren, bis die Moral wieder aufgebaut ist. Aber einmal gebrochen, kämpft die Einheit halt schlechter. Dann gibt es hier noch Deckungen, die man nutzen kann. Hier haben wir es. Das zeige ich auch eben schnell. Hier haben wir zum Beispiel einen Krater. Wenn jetzt so ein Kreis um diese Maus ist, bedeutet Deckung. Geht da ran. Na gut, macht mal Flammenwerfer. Brennen, 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 brennen. Brennus, Brennus. Die sind jetzt zum Beispiel in der Moral gebrochen. Das sieht man an diesem roten Kreis, der so blinkt. Flammenwerfer machen. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was es ist. Ich habe... aggressives Vorrücken aus, bitte. So. Ein bisschen näher ran für den Flammenwerfer. Jetzt haben sie es nämlich so gemacht, dass sie auf Entfernung geblieben sind. Bei Flammenwerfern ist es ein bisschen blöd. Macht sie bitte weg. Und das hier ist eine Deckung. Da haben unsere Einheiten, ja, einen Panzerungsbonus, sagen wir es mal so. Es wird Zeit. Alles klar, so weit, so klar, so Edeka. Nun haben wir, ja, machen wir noch einen Plasma-Generator, dann reicht das soweit. Okay, Moral soweit erklärt, Deckung soweit erklärt. Wir sind glücklich, wir haben das Spiel durchgespielt. Gut, machen wir noch mal ein paar Flammenwerfer. Ich mache lieber, am liebsten mache ich spezielle Trupps. Das heißt, einen Trupp komplett mit Flammenwerfer, den anderen komplett mit Maschinengewehren, weil so gemischt ist blöd. Weil ich hätte gerne einen Trupps für reinen Fernkampf, für ziemlich starken Nahkampf und so weiter. Dann sieht man hier die Werte. Nahkampfschaden. Distanzschaden. Es gibt zwei verschiedene Werte. Nahkampf spielt hier auch eine sehr wichtige Rolle in dem Spiel. Nahkampf spielt auch im Warhammer 40k-Universum eine große Rolle. Und ja, machen wir noch ein paar Bolter.
Und ich würde sagen, jetzt haben wir schon fast genug Spielmechanik erklärt. Ich glaube, die meisten dürften das durchblicken, auch Strategie-Neulinge. Von daher haben wir... die haben jetzt schon Bevölkerungslimit. Ich würde sagen, es geht weiter. Das ist unser Oberkommandierender Gabriel Angelos. Der Imperator wacht über uns. Der übrigens schuld ist, dass ich mich... In einigen Spielen, zumindest in Online-Rollenspielen, habe ich mich oftmals Udvin Angelos genannt. Das hat dadurch den Ursprung, dass... das hat in Warhammer Online seinen Ursprung. Da habe ich mich dann mit Nachnamen einfach Angelos genannt. Aber das ist ein Zweitthema. Wir gehen mal weiter zu diesem Punkt. Vielleicht kann ich euch gleich mal erklären, was denn genau die Space Marines sind. Befehle erhalten. Aber eins kann man ja schon mal sagen. Warhammer 40k, sagt der Name schon, es spielt im 40. Im 40. Jahrtausend. Also im Jahr 40.000, sagen wir es mal so. Ich bin gerade überlegen. Es wird Zeit, entschlossen gegen die Orks vorzugehen. Ich glaube, das 40. Jahrtausend. Innerhalb dieses imperialen Fabrikgeländes ihre Basis haben. Alles klar. Ihr seht, was für eine Reichweite die schweren Bolter haben. Das ist herrlich. Und ich bin gerade überlegen, 40. Jahrtausend oder 41. Jahrtausend? Also ich glaube, 41. Jahrtausend ist von 4000 bis 4999. Von daher, spielt, ja, im 41. Jahrtausend, sage ich es jetzt mal so. Ich denke mal, das haut schon so hin. Wie kann ich euch helfen? Gut gemacht. Wir haben einige Kontrollpunkte eingenommen. Junge, redet doch nicht so viel. Wir erhalten mehr Anforderungspunkte, indem wir Kontrollpunkte einnehmen und Horchposten auf ihnen einrichten. Das finde ich klasse. Wir benötigen sie, um Trupps und Ausrüstung anzufordern. Der Gegner muss in der Nähe sein. Also gut. Also es spielt auf jeden Fall in einer sehr fernen Zukunft. Und ja, wir spielen mehr oder minder die Menschheit, aber die Space Marines sind was Besonderes. Ich zeig's euch. Wir werden bald, wir haben ja ganz am Anfang ganz normale imperiale Soldaten gesehen, das sind normale Menschen. Und wir werden hier noch auf welche treffen. Da zeige ich euch den Unterschied. Der Kontrollpunkt ist nun vor den Ork sicher. Wir sollten auf all unseren eingenommenen Kontrollpunkten Horchposten einrichten. Jawohl. Ein Ork-Lager. Seht doch, eine Lücke im Verteidigungswall des Raumhafens. Sie müssen sich einen Weg hineingeschossen haben. Wir müssen dieses Ork-Lager zerstören. Und jedes andere, das diese verdorbenen Kreaturen errichtet haben. Ich bin gerade überlegen, ob ich in dieser Zeit, bis ich zu den Space Marines komme, die Orks vielleicht erkläre, weil das ist relativ schnell getan. Dieses Ork-Lager wurde vernichtet. Ich finde die Orks im Warhammer-Universum klasse. Egal ob im Fantasy oder im... Oh, wow, das Ruckeln. Beim Autospeichern. Was macht mir Angst, ich bin Empire of geschädigt mit Abstützen. Verstanden. Also egal ob in Warhammer Fantasy oder 40k, ich liebe die Orks im Warhammer-Universum, die sind so herrlich. Wenn... Okay, diese später. Imperialen Soldaten sehen aus, als ob sie Hilfe gebrauchen könnten. Los, beeilt euch. Unsere Gebete wurden erhört. Da kommen die Space Marines. Auf geht's. Brennt sie nieder, brenne Ketzer. Na? Ein bisschen näher. Ja, genau, schießt noch dahinter ein bisschen. Alles wunderbar. Und unser Held ist besonders stark im Nahkampf. Und dann noch Spezialangriffe. Seht ihr, der schleudert zum Beispiel die Gegner durch die Gegend. Er kann sich übrigens auch einen Trupp anschließen, aber ich habe den Helden am liebsten. Wir sind die imperiale Armee. Es wird Zeit, auch so zu handeln. Jawohl. Für den Imperator. Jetzt sind sie geduckt. Da ist es natürlich scheiße zu zeigen, wenn sie gerade geduckt sind. Wir finden dieser irgendwo ein paar Stehende. Daran zeige ich es euch. Dann kann ich es euch besser Glaube zeigen. Okay, machen wir mit den Orks weiter. Hier treffen wir bestimmt noch Soldaten. Sehen wir wenigstens eure Kampfwerte. Ja, 18,22, 21,32. So verkehrt ist es noch nicht mal. Wir haben aber viel, viel weniger Lebenspunkte. Aber ja, die Orks, ich finde die einfach toll. Also, man kann die eigentlich auf drei, also, wenn man die reduzieren könnte, auf drei Worte. Ich würde mal sagen, drei Charaktereigenschaften. Sie sind, grob, dumm und lustig. Also, brutal dumm und lustig, würde ich sagen. Für die Leute, die meine Hörspiele kennen und auch und Stronghold, meine Let's Plays anschauen, es ist quasi Günther als ganze Rasse. Euch ist alles Günthers. Deswegen liebe ich diese Orks so. Die sind so herrlich plump. So herrlich. Einfach toll. Das sieht man hier noch nicht mal großartig. Und hier im Hauptspiel wird es auch nur sehr selten gezeigt in Zwischensequenzen. Aber spätestens in Mad On Winter Assault gibt es ja eine Ork-Kampagne. Und auch wenn man sie so mal ein bisschen spielt, merkt man einfach, die sind einfach so Panne. Die sind so herrlich Panne, die Orks. Ich find's einfach toll.
Verstanden. Aber gut. Aber ganz ehrlich, ich brauche mir wenigstens in diesem Let's Play keine Sorgen zu machen, dass mir die Themen ausgehen oder dass ich mir irgendwas einfallen lassen muss. Befehle erhalten, Bruder. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich überhaupt alles richtig rein verpackt bekomme. Braucht das auch wieder Deckung? Mann, ich möchte einen Space Marine neben einen imperialen Soldaten stellen. Und zwar ohne, dass sie rumhocken und in die geübte Haltung gehen, sondern dass die wirklich nebeneinander stehen. Ja, auf geht's. Für den Imperator. Wer dieser komische Kauz ist, das verrate ich auch noch bei Zeiten. Keine Sorge, Volksfürsorge. Ich habe so das Gefühl, wir treffen gar keine stehenden Soldaten. Die stehenden Soldaten sind eine Lüge. Die haben niemals existiert. Ah, sehr schön. Das macht ihr toll, das macht ihr klasse. Bitte bleibt so stehen. So, also. Ja, ich denke mal, die beiden. Ich würde sagen, das ist trotzdem ziemlich... da kennt man das noch nicht mal. Das ist halt ein sehr großgewachsener. Aber man merkt trotzdem schon, dass diese Space Marines ein Stück Ich finde sowieso, dass hier in den Dawn of War Spielen die ein bisschen zu geringe Unterschiede gemacht haben. Aber sagen wir es mal so, das sind großgewachsene Soldaten. Aber so ein Space Marine ist zusammen mit seiner Servorüstung, so nennt man die Rüstung, die anhaben, 2,50 Meter groß im Schnitt. Und die reine Körpergröße eines Space Marines ist auch immer mindestens 2 Meter. Im Falle. Denn Space Marines... Space Marines sind Supersoldaten, Supermenschen. Modifizierte Elite-Soldaten. Die Elite der Menschheit. Ach Gott. Aber okay. Und zu denen. Ja. Ich würde sagen, während wir hier rummetzeln und weiter die Gegner niederbrennen, kann ich ja mal ein bisschen was zu denen sagen. Denn ich finde auch, dass sie im Intro zum Beispiel zu schwach dargestellt werden, die Space Marines. Die wurden doch zu sehr niedergemäht dafür, dass die so... Ihr seht schon, wie stark sie hier sind. Es ist hart. Es ist hart. Und ich kann ja mal ein bisschen was dazu erzählen, was die Space Marines angeht. Und zwar, wie die Ausbildung abläuft, so eines Space Marines. Und zwar, die Rekruten, die eingezogen werden, sind sehr, sehr jung. Und zwar zwischen 10 und 18. Also die Ausbildung dauert in so 6 bis 8 Jahre, bis man so ein Space Marine ist. Und es sind ursprünglich ganz normale Menschen, die quasi, ja, umgewandelt werden. Hört sich jetzt blöd an, aber es ist so in der Art. Also mit... man sagt, älter als 12 dürfen die Rekruten nicht sein. Also zwischen 10 und 12 fängt die Ausbildung an und bis 18 ist es meistens abgeschlossen. Und in dieser Zeit werden die Menschen, zum einen wird er einer höllischen Ausbildung unterzogen, den auch nicht alle überleben, und zum anderen werden diesen Rekruten insgesamt 19 Implantate eingepflanzt. Darunter zählt zum Beispiel ein sekundäres Herz, eine zusätzliche Lunge, ja, jede Menge Implantate, die jetzt die Knochen stärken, Muskelaufbau erhöhen und so weiter und so fort. Es gibt zum Beispiel, wie gesagt, dieses Implantat, das die Muskeln wegwachsen lässt, sorgt auch dafür, dass die Rippen zusammenwachsen, wie so eine Art Platte, die wichtigen Organe schützt. Also sagen wir es mal so, einfach Supermenschen. Und die Rüstungen, die sie tragen, sind auch mit die besten, die es überhaupt gibt, im gesamten Imperium. Und man kann diese Servorüstungen, nicht nur, dass es ein großer Panzer ist, dass die viel aushalten, man kann diese Rüstungen auch so ähnlich beschreiben, wie zum Beispiel der Nanosuit aus Crysis ist. Denn das Ding erhöht auch die Stärke des Anwenders. Das Ding ist unterstützend, das sind unterstützende Anzüge. Hütet euch vor dem Alien, dem Mutanten, dem Ketzer. Oh Gott, mir geht so viel durch den Kopf. Und ich denke mal, das reicht erstmal für den groben Überblick der Space Marines, wie sie entstanden sind ursprünglich und was es mit dem Imperator auf sich hat und für wen wir überhaupt kämpfen, was die imperiale Armee ist. Ich würde sagen, wir schneiden einfach mal ein Thema an in jeder Aufnahme und ich versuche grob das Ganze anzukratzen, um ein bisschen drüber zu erzählen. Wie lautet der Befehl?
Auf jeden Fall sind die Space Marines ziemlich harte Schweine. Was auch lustig ist, die haben auch sowas im Hirn eingepflanzt, dass die einen Wachschlaf durchführen können. Ich finde das so unglaublich interessant, einfach. Ich lese mir auch gerne Sachen dazu durch. Für die Leute, die es interessiert, es gibt, einfach auf Google eingeben, Lexikanum. Das ist eine große Wikipedia für Warhammer, Fantasy und Warhammer 40k. Und da kann man fast alles lesen, was es zum Universum zu wissen gibt. Und es ist wirklich verdammt interessant zu lesen. Und ja, wie gesagt, Space Marines haben auch was drin, dass sie wie Fische so einen Wachschlaf machen können. Dass sie so Teile ihres Gehirns ausschalten, aber trotzdem noch im Einsatz bleiben können. Halb. Formiert euch! Verstanden! Und ganz viele andere nette Spielereien. Befehle erhalten, Bruder. Kurzum, Space Marines sind einfach klasse. Okay, ich würde sagen, wir machen mal ein paar mehr Horchposten. In angemessener Eile. Und, ja, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, gegen die Orks kämpfen, erkläre ich auch mal ganz kurz die Orks am Rande. Orks im Warhammer-Universum sind, als ich das erste Mal gehört habe, musste ich schon ziemlich gut lachen. Lass es mich so beschreiben. Wenn ein Ork stirbt, also es gibt keine Ork-Frauen. Jetzt fragen sich manche, wie vermehren sich die Orks? Es ist in Warhammer so, dass, wenn ein Ork stirbt, also Orks sind unglaublich zahlreich, die zahlreichste Rasse hier im Warhammer-Universum. Ich muss nachdem belegen, ob die Tyranniden mehr sind, aber ich denke mal die zahlreichste Rasse. Und wenn ein Ork stirbt, verteilt er Sporen. Ja, genau, Sporen auf dem Boden. Also die entstehen halt einfach, wenn er stirbt und verteilen sich über den Boden. Und aus diesen Sporen wachsen entweder neue Orks, ja, aus dem Boden, oder aber einfach ganz gewöhnliche Pilze. Ja, Orks im Warhammer-Universum zählen zur Gattung der Pilze. Ich finde das so lustig. Und ja, die Orks sind ein unglaublich wildes Volk, das einfach nur eins im Kopf hat: kämpfen. Die haben einfach schon eine perverse Zuneigung zum Kampf. Die lieben es, zu kämpfen. Ah, und ich habe schon so herrliche Beschreibungen gesehen zu Orks, um auch mal kurz zu symbolisieren, wie lustig die auch sind. Ich habe auch mal was gelesen drüber, so, also besser gesagt, Orks respektieren an sich nur Stärke. Und deswegen sind die größten von denen die Bosse, die größten und stärksten, die andere rumschubsen und rumschlagen und total lustig drauf sind, wie ich finde. Und das Lustige ist auch, was ich mal gelesen habe, wenn ein Ork mal eine lautere oder eine bessere Wumme hat als der Anführer, wechselt die auf sehr, sehr schnelle und effiziente Art ihren Besitzer. Es ist einfach genial. Dieser Tag wird ein glorreicher für das Imperium. Weiter vorwärts. Zu Sieg und Ruhm! Fürchtet unseren Zorn! Also die Orks, die haben keine größeren Ziele, dass die jetzt sagen, die wollen jetzt die Welt überrennen, weil sie drüber herrschen wollen oder so. Es sind einfach plumpe Kreaturen, die hauptsächlich auch erbeutete Waffen verwenden, bis auf die Äxte. Die Knarren, die sie haben, sind erbeutete Waffen. Und sie lieben halt einfach den Kampf. Eigentlich sind die Orks mit die unschuldigsten Wesen hier in dem ganzen Universum, weil die keine bösen Gedanken an sich haben, die machen einfach nur das, wofür sie geboren wurden. Kämpfen, 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 kämpfen. Sie sind dabei verdammt brutal und eigentlich auch gnadenlos, aber sie tun halt einfach das, wieso sie existieren. Weiter geht's. Jawohl, für den Imperator. Den Typ, den ich jetzt schwer am Rand mal kurz erklären kann. Denn wenn ich auf den Imperator eingehe, muss ich gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen auf die Geschichte des Imperiums eingehen und andersherum. Aber mal kurz. Mal gucken, sagt jemand was von euch. Ihr habt doch schon gemerkt, dass die immer so sagen, der Glaube ist unser Schild. Und dass die immer. Ja, und wir spielen halt auch den Blood Ravens Orden der Space Marines. Das kann ich auch mal am Rande erwähnen. Space Marines gibt es in verschiedenen Orden. Also diese Space Marines, die wir hier sehen, sind längst nicht die einzigen. Denn es gibt ganz viele verschiedene Orden. Der Blood Ravens Orden ist eigentlich einer der unbekannteren. Den kennt man eigentlich auch nur aus dem Spiel. Weniger aus den Romanen und dem Tabletop, da werden die, glaube ich, nie erwähnt. Obwohl, es gab dann, glaube ich, da noch Vorromane, da wo die Blood Ravens erwähnt wurden.
Aber es gibt unter den Space Marines insgesamt 1000 Orden. Das ist das letzte von ihnen. Gut gemacht, Blood Ravens. Der Sieg ist unser. Exzellent. Jawohl. Dieses Ordenlager wurde vernichtet. Ach, kommt schon. Na gut. Kommen wir zu den Orden das nächste Mal. Oh, ein Panzer. Ein Lehman Watt. Die Anwesenheit eines Skriptors ehrt mich. Wie können euch meine Männer dienen? Wir sollten warten, bis der Captain seine Gebete beendet hat. Ich sah euch standhaft gegen die Orks kämpfen. Ihr seid ein tapferer Soldat, Oberst. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von euren Männern sagen. Ich werde ihre Entschlossenheit wieder bestärken, mein Lord. Tut das, oder wir werden es für euch tun. Ihr habt den Wunsch, mich etwas zu fragen. So fragt denn, Oberst. Woher wisst ihr das? Psioniker. Selbst ohne meine psionischen Begabungen einzusetzen, ist es offensichtlich. Sprecht. Ist es wahr, dass eure Kompanie die Ketzerei auf Cyrene ausgerottet hat? Ein Exterminatus? Bis auf den letzten Mann, Frau und Kind? Oberst, eure Gesellschaft ist zwar willkommen, aber nicht eure Fragen. Stellt dem Captain keine Fragen über Cyrene, wenn ihr in seiner Gunst bleiben wollt. Ein Exterminatus. Hei, 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 hei. Bruder Captain, der Oberst wünscht eine Audienz mit dir. Vielen Dank, Isador. Captain, mein 37. Tartarus-Regiment der Imperialen Armee steht bereit, um euch bei der Verteidigung der Stadt zu dienen. Meine Männer wollen beweisen... Sie werden viele Gelegenheiten bekommen, um sich als würdige Krieger des Imperators zu beweisen. Die Blood Ravens verlassen die Stadt. Ihr Schutz liegt in euren Händen. Ich werde meine Männer in Alarmbereitschaft versetzen. Darf ich fragen, welches eure nächsten Schritte sind? Orks respektieren nur Stärke. Ich habe vor, ihnen zu zeigen, dass wir genügend davon haben. Oh ja. Das haben wir. Mission erfolgreich. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe überhaupt nichts erklärt. Scheiße.